Hi, Paul Kramer hier vom Videocheck und heute geht es um Gewinnspiele, wie man da erfolgreich teilnimmt und auch gewinnen kann. Ab geht's. Videocheck. Erstmal schön, dass ihr eingeschaltet habt. Und heute geht es ja, wie schon erwähnt, um Gewinnspiele. Und ich möchte euch ein paar Tipps geben und ein paar Hinweise, wie man Gewinnspiele machen sollte und wie auf jeden Fall nicht. Fangen wir an mit dem Negativbeispiel, ist der ADAC. Das weiß ich ganz genau, denn ich habe da selbst mal für gearbeitet. Und beim ADAC läuft das so, die stehen irgendwo zum Beispiel im Supermarkt auf der Messe mit ihrem Stand, ne? Und dann hat man da Lose, da steht groß Verlosung, das ist diese große Trommel steht da und heute wird hier was verlost. Und diese Sachen sind so aufgebaut, ihr füllt da einen Zettel aus, da sind verschiedene Fragen, was für ein Auto fährst du und so weiter. Und da unter anderem ist die letzte Frage, seid ihr in einem Automobilclub? Passt auf! Und diese Frage dient nur dazu da, da schielt der ADAC-Mann, ich war selber beim ADAC, deswegen weiß ich das, beziehungsweise bei der Agentur, und schielt da drauf, ob der Ja oder Nein ankreuzt. Und hat er Nein angekreuzt, sind sie in keinem Automobilclub, dann reibt sich der ADAC-Man schon die Hände, beziehungsweise der Agentur-Man, denn dann kann man diesen Typen natürlich anwerben für den ADAC. Und bei diesem Gewinnspiel kann man rein gar nichts gewinnen. Also die sagen zwar, man kann was gewinnen, aber diese Sachen kommen in die Lostrommel und hinterher kommen sie in Müll. So war das jedenfalls bei mir immer so. Und da hat auch nie jemand irgendwas gewonnen. Das ist totaler Quatsch. Das ist nur, um Adressen zu kriegen, beziehungsweise nicht mal um die Adressen zu kriegen, sondern einfach nur, um zu wissen, ob derjenige im Club ist oder nicht. So, jetzt habe ich aber eine geile Seite gefunden, was auf jeden Fall hinhaut. Es gibt viele Gewinnspielseiten, muss ich auf jeden Fall sagen. Und es gibt auch viele, die einfach nur Adressen sammeln. Bei Gewinnspielsammlung 24 ist es so, da gibt es sogar noch Tipps, wie man nicht zugespammt wird. Und da wird einem sogar darauf hingewiesen, dass man eine extra E-Mail-Adresse nur für Gewinnspiele anlegen sollte. Diese Seite sucht nach Gewinnspielen im Internet, checkt natürlich auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen und prüft, ob diese Gewinnspiele seriös sind und so weiter. Hat man sich da registriert, gibt es zwei verschiedene Versionen, um Gewinnspiele mitzumachen. Einmal die normalen Gewinnspiele, das heißt, da sind die Gewinnspiele aufgelistet, die aktuell sind und da ist auch das aktuelle Ablaufdatum drin, also der Einsendeschluss und da kann man quasi auf den Link drücken und kommt dann direkt auf der Seite zu dem Anbieter des Gewinnspiels und kann dann da mitmachen. Der Vorteil ist natürlich, dass die Lösung meist schon bei Gewinnspielsammlung 24 unten mit drin steht, das heißt, man braucht da gar nicht großartig dran arbeiten. Und jetzt kommt Punkt Nummer 2. Das sind die Express-Gewinnspiele. Das finde ich mega geil. Denn hier kann man einmal aussuchen, welche Kategorie zu einem passt. Bücher interessieren mich nicht. Elektronik finde ich auf jeden Fall geil. Filme finde ich geil. Geld ist sowieso geil. Ne? Gutschein ist immer gut. Kfz, Haushalt, Kosmetik gar nicht. Ne? Nahrung auch nicht. Schmuck auch nicht. Sonstiges Spielzeug, Sport nicht. Tickets und Urlaub ist auf jeden Fall geil. Dann drücken wir auf OK und dann wird schon mal grob ausgefiltert, was einem auf jeden Fall nicht gefällt. Das heißt, man muss nicht stundenlang durch die Seite durchscrollen. Und bei den Express-Spielen ist das richtig geil. Man braucht da gar nicht viel machen. Man hat die Daten, also wenn man sich registriert hat mit der Fake-E-Mail-Adresse, dann kann man die ganzen Daten immer wieder nutzen. Das heißt, man drückt einfach zum Gewinnspiel und drückt dann auf Teilnehmen. Zack, Teilnehmen. Dann steht da, du hast erfolgreich teilgenommen. Finde ich schon mal mega geil, weil man muss dann nicht erst stundenlang irgendwas ausfüllen und so weiter. Und deswegen ist es auf jeden Fall cool. Was auf jeden Fall auch geil ist, da wird auch auf der Seite darauf hingewiesen, da wird extra genau erklärt, wie so ein Gewinnspiel funktioniert und dass man sich sogar öfter bei so einem Gewinnspiel registrieren kann. Zum Beispiel den Zalando-Gutschein für 20 Euro. Habe ich jetzt schon daran teilgenommen? Und jetzt gehen wir zum Gewinnspiel und da steht, Teilnahme läuft noch. Und das heißt aber, dass ich mich in 11 Stunden, 44 Minuten und 32 Sekunden wieder bewerben kann. Das heißt, umso öfter man natürlich am Gewinnspiel teilnimmt, umso höher ist natürlich auch die Erfolgschance. Und das ist natürlich hier auf jeden Fall der Vorteil. So, jetzt gucken wir mal, können wir da nochmal dran teilnehmen. Teilnahme läuft noch. Alle 12 Stunden kann man hier erneut dran teilnehmen und seine Gewinnchance wieder erhöhen. Und so geht das hier immer weiter. So, man kann auch selber ein Gewinnspiel eintragen, das finde ich cool. Das heißt, hat man irgendwo was entdeckt oder hat man selber von seinem YouTube-Kanal zum Beispiel ein Gewinnspiel oder möchte, Gewinnspiel ist ja auch mal eine Art Werbung. Ne? Also kann man natürlich auf sich aufmerksam machen und da kann man hier natürlich alles eintragen, die Preise, Kategorie und so weiter. Das finde ich auf jeden Fall mega cool. Was auch geil ist,
ist die Community. Das heißt, man hat gewonnen. Dann kann man sich hier eintragen, ein Bild hochladen und idealerweise macht man natürlich nochmal ein Foto von dem Schreiben, dass man da gewonnen hat. Und teilt das der Community, das ist auf jeden Fall immer sehr cool, weil manche Gewinnspielseiten machen das so intransparent, da hat man das Gefühl, die sammeln nur Adressen und deswegen finde ich das auf jeden Fall mega geil. So, hier kann man zum Beispiel sehen, wir gehen hier mal ein bisschen runter. Hier hat zum Beispiel einer ein Telefon gefunden, ein iPhone 7 ist es nicht, das neueste Modell, aber für geschenkt. Hey, da sieht man genau das Datum und dann sieht man auch, dass die etwas gewonnen haben. Wir haben hier Fragen und Antworten, ob das kostenlos ist und Registrierung und so weiter. Also es kostet auf jeden Fall nichts, es ist kostenlos, Philosophie und Konzept. Also der macht sich auf jeden Fall sehr viel Gedanken, dass es auch ehrlich und so weiter abläuft. Was mich am meisten nervt, ist zum Beispiel auf Facebook diese Gewinnspiele. Da muss man das teilen und da muss man dann aufpassen, dass man gewonnen hat. Und hier wird man auf jeden Fall benachrichtigt. Das finde ich auf jeden Fall mega cool. Die Webseite ist noch relativ jung. Die hat den Preis bekommen, also die Bewertung von 5 von 5 Punkten bei webwiki.at. Und was auch noch richtig geil ist, es gibt hier ein Gewinnspiel. Und zwar, wir spielen gemeinsam mit euch Euromillionen im Jackpot. Im Jackpot liegen aktuell 115 Millionen. Also man ist quasi hier in einer Tippgemeinschaft mit drin. Wenn wir diesen Jackpot knacken, teilen wir das Geld unter allen Teilnehmern auf. Und wie nimmt man gratis daran teil? Man geht zum Beispiel auf Facebook, kommentiert den Beitrag, liked die Seite und schon ist man automatisch bei dem Euro-Millionen-Jackpot mit dabei. Und sollte der Jackpot geknackt werden, dann kann man da auf jeden Fall gewinnen. Finde ich auf jeden Fall eine coole Sache, weil es nichts kostet. So, und ich trage mich jetzt hier ein. Ich brauche die Kohle. Zack. Eingetragen und somit nehme ich auf jeden Fall am Gewinnspiel teil. Das war auf jeden Fall meine Webseite der Woche, die ich euch gerne zeigen wollte. Finde ich eine coole Sache. Im Gegensatz zu vielen anderen Gewinnspielseiten ist das hier alles sehr transparent. Wer sich dafür interessiert, der Link ist unten in der Infobox mit drin. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Sendung hier auf Videocheck. Wenn euch das gefallen hat, dürft ihr das natürlich gerne abonnieren, liken, teilen, kommentieren, bewerten und mir euren Gewinn, den ihr gewonnen habt, natürlich auch gerne zuschicken. Abo ist natürlich gern gesehen. Bis dann. Euer Paul vom Videocheck. Bleibt sauber, ordentlich und anständig.